Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, die letzte Aufnahme hier in diesem alten Büro. Ich wollte euch einfach nur noch mal ganz kurz diesen Platz hier zeigen, damit ihr wirklich sehen könnt, wie eng es hier ist. Also hier ist eine Wand und hier ist eine Wand. Also ja, viel kreativer Freiraum im Platzbereich bleibt hier nicht. Wenn große Pakete kommen oder so, ist das schon schwierig. Deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt mit euch mal zusammen zum neuen Büro zu gehen und euch mal zu zeigen, wie es aussieht. Und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! So sieht es quasi hinter den Kulissen aus. Das habt ihr bestimmt schon in ein paar Videos gesehen. Und das wird jetzt quasi der neue Studio-Hintergrund, beziehungsweise das wird sozusagen der neue Studio-Bereich. Wir haben hier einige Lampen, eine Traverse an der Decke. Und hier wird auch noch einiges hinzukommen in den nächsten paar Wochen und Monaten. Es ist quasi alles noch ein bisschen im Aufbau. Wir haben hier auf jeden Fall Ausweichmöglichkeiten für neue Bildschirme, die wir hier runterhängen können, Mikrofone und so weiter und so fort. Das soll auch alles noch passieren. Hier oben kann man dann eine Stange reinhängen, um eine Kamera von oben kommen zu lassen. Für Unboxings oder sonstige Projekte ist das natürlich ganz spannend. Des Weiteren können die Lampen natürlich auch umgehangen werden, wenn beispielsweise hier was stattfindet. Das hier ist der nächste Bereich. Das ist eine Art Bastelecke, die, wie ihr seht, noch ein bisschen im Umräumen, Aufräumen ist. Beziehungsweise im Allgemeinen einräumen, weil hier ist noch überhaupt nichts vernünftig eingeräumt. Was schon steht, ist hier eine Lampe, mit der ich ziemlich zufrieden bin, die man nicht einfach rumbewegen kann und eben genau an die Stelle packen kann, wo man sie gerade braucht, wenn man beispielsweise was löten möchte oder mal was zusammenschrauben möchte. Und ja, sonstige Sachen sind da eben auch drin. Das ist die kleine Bastelecke. Und dann gehen wir am besten direkt chronologisch zur zweiten Ecke. Hier ist ein erster bzw. der zweite Arbeitsplatz. Ein ganz kleiner IKEA-Schreibtisch, nichts Besonderes, aber eben viel Arbeitsfläche für entweder den Niklas, der hinter der Kamera ist, oder eben auch für mich als Ausweichstisch. Oder wenn ich Freunde hier habe, wenn ich andere Mitarbeiter hier habe, die hier was machen sollen, dann ist auf jeden Fall dieser Schreibtisch dafür sehr, sehr praktisch. Der Hauptarbeitsplatz befindet sich hier. Ihr werdet einiges wiedererkennen von meinem alten Setup. Also die drei Monitore sind noch da, die Boxen sind noch da, Mikrofon, das Rode-Mikrofon sind noch da. Also ja, einige Sachen sind eben noch hier von meinem alten Setup. Was Neues ist dieser Schreibtisch hier. Das ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Kann ich auch mal kurz demonstrieren. Mit einem Klick fährt er eben runter. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr ergonomisch und total praktisch, weil er hat einen integrierten Timer, der einen eben auch mal darauf hinweist, dass jetzt mal Zeit wäre, die Sitzposition zu ändern. Und ich habe mir tatsächlich auch angewöhnt, mittlerweile mehr im Stehen als im Sitzen zu arbeiten. Dann würde ich noch ganz kurz einwerfen, was auch sehr wichtig ist, neues Arbeitsgerät, mein neues MacBook Pro. Ich habe vorher alles unterwegs immer mit dem MacBook Air gemacht und das war auch mehr so ein kleiner Ausweichrechner. Mein Hauptrechner steht eben hier in der Ecke, den habt ihr bestimmt auch schon in einigen Videos gesehen. Das ist jetzt quasi mein Unterwegsrechner. Ich musste einfach was Stärkeres haben, weil ich immer mehr verstärkt auch unterwegs bin und da brauche ich eben dann auch vernünftige Rechenpower und MacBook Air hat dafür einfach nicht mehr ausgereicht. Die nächste Ecke ist hier. Wie ihr seht, ziemlich industriemäßig. Das war auch der Look, den ich damit erzielen wollte, also einen industriestabilen Look. Deswegen hier dieses Metallregal. Es ist noch nicht eingeräumt, in keinster Weise, wird aber eben noch kommen. Das soll Ablagefläche sein für Pakete, die rein und raus gehen, also Kooperationen, meine eigenen Pakete, die ich andauernd bekomme mit irgendwelchen Sachen, die können da gelagert werden. Die alten Kartons können da drin gelagert werden und dann hinterher raus, damit es im restlichen Studio immer ordentlich bleibt. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch als letztes erwähnen muss, sonst bekomme ich bestimmt Ärger, ist dieser kleine freundliche Helfer. Er wurde ganz feierlich Staubi getauft und ist die Haushaltshilfe, die hier das Büro immer schön sauber halten soll, die sowohl saugen als auch wischen kann. Also um dem Ganzen eine kleine Demonstration zu geben, drücke ich jetzt hier einfach mal feierlich den Knopf. Und wie man sieht, macht er sich jetzt auf die Reise und saugt ganz fleißig das Büro. Das war im Prinzip das Büro. Von hier aus werden die nächsten Videos stattfinden. Ich würde mich nach diesem Video mega freuen, wenn ihr Sachen in die Kommentare schreibt, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder Sachen, wo ihr sagt, die müssen hier auf jeden Fall rein.
Es fehlt auf jeden Fall noch an Innenausstattung im Sinne von Bildern oder solchen Dingen, die den Raum einfach ein bisschen lebendiger machen. Das kommt auf jeden Fall noch. Jetzt gerade ist das Ganze sehr, sehr praktisch eingerichtet. Und wenn ihr Bock habt, dass es dazu noch ein Update-Video gibt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.